Warum sollte ich die Essenz der verlorenen Seelen an den Rest des Dürrwalds weitergeben? To breed strength. Power is born from the mixing of essence and blood. Um Stärke zu gebären, Macht entsteht, indem man Essenz und Blut mischt, die Wölfe knurren und schnappen. What Theos did cannot be undone. Thousands of lives have changed, and thousands more have ended because of his actions. But transformation gives purpose to trial. Was Taos getan hat, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Tausende von Leben wurden durch seine Taten verändert und tausende weitere beendet. Ein Flammenstrahl zuckt über ihrem Brustpanzer, aber die Verwandlung gibt der Prüfung einen Sinn. And improvement is the goal of all Kith. Long lives, prosperous futures, stronger minds and bodies. Strengthening those who remain will help repair the damage that Theos has done to the Deerwood. Und die Verbesserung ist das Ziel aller Gestandenen. Ein langes Leben, eine wohlhabende Zukunft, ein stärkerer Verstand und Körper. Die Überlebenden zu stärken, hilft, den Schaden wieder gut zu machen, den Taos dem Dürrwald zugefügt hat. Vielleicht verdient Voedika ja den Sieg. Der Bär an Galloways Seite stellt sich auf die Hinterbeine und brüllt. Als er wieder auf alle Viere fällt, bebt der Boden. Galloway deutet mit seinem abgewetzten Feuerstein durch auf dich. A victory that leaves her ruler of all. No room for conflict, no struggle, not even between the gods. Ein Sieg, der sie zur Herrscherin über alles machen würde. Kein Raum für Konflikt, kein Kampf, nicht einmal zwischen den Göttern. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Sterbliche. Voedika ist aggressiv. Ihre Gesetze ändern sich nie, ihre Autorität lässt nie nach und sie vergisst nicht die kleinste Kränkung. Voedika would crush the Deerwood simply out of vengeance for the rebellion against Adir, her favorite. She would stamp out animancers, godslayers from the Saints' War, and anyone else she viewed as heretical or dangerous. Voedika würde sogar den Dürrwald zerstören, allein aus Rache für die Rebellion gegen Edir, ihren Günstling. Sie würde die Beseeler vernichten, die Gottestöter aus dem Krieg des Heiligen und jeden anderen, den sie als ketzerisch oder gefährlich ansieht. Es wäre Gerechtigkeit für die Säuberung, wenn einige der Schergen ihren Zorn zu spüren bekommen, aber nicht die richtige Art von Gerechtigkeit, nicht die Art, die heilt. Und dann muss ich Taos finden. You can count on our assistance to see you safely through. As I hope we can count on yours when you reach the bottom. There are many souls upon the burial isle that are sworn to serve us. They belong to you now, and they shall guide your descent. Margaret tritt näher, strahlende Rüstung klirrt mit jeder Bewegung. Wenn du in die Grube nach Sonne im Schatten hinabsteigst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Dich sicher ans Ziel zu bringen, so wie ich hoffe, dass wir auf deine Hilfe zählen können, wenn du da unten angelangt bist. Es gibt viele Seelen auf der Grabinsel, die geschworen haben, uns zu dienen. Sie gehören nun dir und sie werden dich beim Abstieg leiten. Du, das Gesicht ist ernst. Hüte dich vor den Versprechen eines Gotteswächters. Sie sind bindend, aber nur in eine Richtung. Die Tiere werden unruhig, sie schauen auf den Boden und betrachten dich mit neuem Interesse. Der Bär beschnüffelt den Boden neben deinem Bein. Ein Stegier schleicht in den Kreis. Seine bernsteinfarbenen Augen leuchten bedrohlich. Galloway wirft sein Messer zwischen deine Beine. Es sinkt bis zum Griff in den Boden ein. Er hebt seine freie Hand. Jage ihn, Sterbliche. Wenn du ihn aufhältst, lasse die Seele, die er gefangen hat, dem Dürrwald zukommen. Strengthen the souls of those who remain. Prepare them to face the challenges that will follow. Pledge that you will do this, and we will grant you a power. Fit for the finest warrior who ever lived. Stärke die Seelen von denen, die verbleiben. Bereite sie auf die Herausforderung vor. Die Folgen werden. Wenn du versprichst, das zu tun, werden wir dir die Macht geben, wie es sich für einen der besten Krieger aller Zeiten ziemt. Betray us and my beasts shall track you down. Our allegiance is not to be accepted and cast aside. Wenn du uns betrügst, werden dich meine Biester aufspüren. Man kann uns nicht Gefolgschaft schwören und sie dann einfach wegwerfen. Ich möchte mir zuerst anhören, was die anderen Götter zu sagen haben. Consider and calculate, but decide. Erwäge und kalkuliere, aber entscheide dich. Galloways Hand fällt nach unten und das knurrende Rudel springt in den Kreis. Sofort löst die Vision sich auf und du kehrst nach Tir Evron zurück, wo brennende Kerzen die leuchtenden Augen von Galloways Bestien ersetzen. Die alte Königin und der neue König ist abgeschlossen. Und wir haben die Quest abgeschlossen auch. Gegenstände, was ist denn das? Nutzungen 5. Ups.
In Rimgral hat trauernde Mutter sich mit den Priestern Amidons getroffen, um über das Geheimnis zu beraten, wer die Artefakte aus der Halle der Schmiede gestohlen haben könnte und zu welchem Zweck. Im Verlauf der Ermittlungen bot ein sonderbarer Whale-Priester der Gruppe seine bizarre Vorstellung von Hilfe an. Antworten auf die Rätsel des Diebes in Form neuer Rätsel. Nachdem sie jedes einzelne der gestohlenen Artefakte durch eine Reihe weiterer Hinweise wiedergefunden hatten, erkannte trauernde Mutter und die Priester Amidons, dass der Whale-Priester der Dieb war. Äußerst zufrieden mit sich selbst protestierte der Dieb nicht, als er festgenommen und zum Grafen von Ymir gebracht wurde, auf das dieser über ihn richtete. Als trauernde Mutter die Priester Amidons verließ, rätselten sie immer noch über den Sinn des Diebstahls. Ah, jetzt wird das nicht verschwinden. I'm here. Okay. Ja, Wodica und Vale wollen nicht. Dann als nächstes Rimgrad. Ja, zu Rimgrad beten. Du betest wieder und die Vision der weißen Ebenen erscheint. Der peitschende Wind kehrt zurück, das pure Chaos wirbelnde Schnees. Etwas bewegt sich in der Mitte des Sturms, langsam aber unaufhörlich. Als der Schneesturm näher kommt, siehst du einen Auerochsen, so riesig und langsam wie ein Gletscher. Sein zotteliges weißes Fell ist mit Frostkristallen behangen, doch darunter ragen Krippen hervor, so groß wie ein Schiffsrahmen. Die Winterbestie, ich habe ihre Gestalt auf den Wänden unzähliger alter Ruinen gesehen. Ein Mann ausgemergelt und beinahe nackt kaut vor den Beinen des Monsters. Sein Körper ist überzogen von Peitschenhieben und seine Nase und seine Ohren wurden ihm abgeschnitten. Seine weißen Augen durchdringen das Schneegestöber. Alof lehnt sich vor, beim Rat, das ist gehen. Der Auerochse bleibt vor dir stehen und hüllt dich in den gewaltigen Schneesturm, der ihm umgibt. Obwohl sich sein Mund nicht bewegt, spricht das Monster mit tiefer, donnernder Stimme. A clan of Glamfellin ventured from the White That Winds to find the crack in the ice. When you sealed it, you damned their souls to a slow weathering here. One they had sought to escape. Ein Clan von Glamfellin ist vom ewigen Weiß aus aufgebrochen, um den Riss im Eis zu finden. Als du ihn versiegelt hast, hast du ihre Seelen dazu verdammt, hier langsam vor sich hinzusiechen. Diesem Schicksal wollten sie entgehen. Eines Tages werden ihre Seelen sicher zerfallen. Entropy is not the sudden, violent combustion of heat and flame. It is a slow progression. Fragment by fragment, the elements wear even the mountains to dust. Die Entropie ist keine plötzliche, gewalttätige Verbrennung in Hitze und Flammen. Sie ist ein langsamer Fortschritt. Fragment für Fragment lassen die Elemente selbst die Berge zu Staub werden. Der Entstädtemann kichert. Ondra, die Welt erzittert unter dir und ein lautes Krachen hallt in der weißen Ebene wieder. Das Eis splittert unter deinen Füßen, Wellen schwappen durch den Ritz empor. Eine tiefe, melancholische Stimme enttönt aus den Stiefeln. Die Wächterin sucht etwas längst Verlorenes. Was ist es, das du suchst? Die tausenden Seelen, die Taos für Wodica gestohlen hat. Taos X Arcanon, den Mann, der für meine momentane Pein verantwortlich ist. Ich will verstehen, wer ich war und was meine Vergangenheit heute bedeutet. Nehmen wir die Eis. Theos has removed these souls from the cycle. They are ice melting in the sun. Let them fade. Nur mal ganz tiefe, langsame Stimmen hallt über den Gletscher. Taos hat diese Seelen aus dem Kreislauf gerissen. Sie sind Eis, das in der Sonne schmilzt. Lass sie vergehen. Let them forget this world and be forgotten by it. Die Wellen schlagen zustimmend gegeneinander. Lass sie diese Welt vergessen und von ihr vergessen werden. Take the souls she so desires and grind them into dust. Let her see her careful schemes thoroughly ruined. Skengris noch immer neben einem der wolligen Beine des Monsters kaut. Nimm die Seelen, die sie so sehr begehrt, und mal sie zu Staub. Lass sie mit ansehen, wie ihre sorgfältig ersonnenen Pläne gründlich durchkreuzt werden. Das letzte klang etwas gemeiner als die anderen beiden. Mehrere Sekunden lang schwappen die Wellen leise gegen das Eis und der Auerochse steht stumm im wirbelnden Schneegestöber. It is the destiny of all things to crumble and join the chaos that follows this world. Some seek it willingly, as you have seen. Es ist das Schicksal aller Dinge zu zerfallen und in das Chaos überzugehen, das auf dieser Welt folgt. Manche streben willentlich danach, wie du gesehen hast. To mingle,
roiled and stirred by the tides of the universe. It is not an unkind fate. Sich vermischen von den Gezeiten des Universums herumgewirbelt und herumgeworfen. Es ist kein undankbares Schicksal. Warum widersetzt du dich, Vodika? She desires to order chaos and shackle the agents of change in the world. Under her, all things would remain static and frozen according to her laws. Dauerochse schüttelt seine graue Mähne, was den Blick auf seine hervorstehenden Rippen freigibt. Sie will das Chaos ordnen und die Agenten des Wandels in der Welt fesseln. Unter ihr würden alle Dinge statisch und eingefroren bleiben, auf Grundlage ihrer Gesetze. Even now, she only barely keeps the pact of the gods to leave the affairs of Kith in mortal hands. She moves in Theos, where she cannot move directly. Selbst jetzt hält sie den Pakt der Götter nur gerade ebenso ein, die Angelegenheit der Gestandenen in den Händen der Sterblichen zu belassen. Sie handelt durch Taos, wo sie nicht direkt handeln kann. And so we call on you to do the same. Such are the schemes of the queen that was. Skens Lachen ist dünn und schrill, und so fordern wir dich auf, dasselbe zu tun. Dies sind die Intrigen der vergangenen Königin. Du wirst diesen Seelen eben jenes Schicksal gewähren, das du den glanfellen Pilgern verwehrt hast. I am the beast of winter. I neither speed nor alter my path for the whims and desires of Kith. I take souls at the time of my choosing, be it mote by mote, or in a sudden tempest of chaos. Dauerochse schnaubt verächtlich. Ich bin die Winterbestie. Weder beschleunige noch verändere ich meinen Pfad wegen den Launen und Begierden von Gestanden. Ich nehme Seelen, wenn ich es entscheide, ob Stück für Stück oder in einem plötzlichen Wirbel des Chaos. These souls, they have already forgotten their place in this world. They have been lost to existence. Let them be memorialized and mourned for an age and then forgotten entirely. Die Wellen steigen an, flehentlich. Diese Seelen, sie haben ihren Platz in der Welt bereits vergessen. Sie sind verloren. Lass sie für eine gewisse Zeit betrauert werden und dann für immer vergessen werden. Ich suche Taos in Sonne im Schatten When auf. You reach the burial isle, we will send lost souls to guide you through the pit. This is our gift to you. What you do after you face Theos will be your choice. But we would have you set the stolen essence adrift. Wenn du die Grabinsel erreichst, werden wir Seelen schicken, die dich durch die Grube führen. Das ist unser Geschenk an dich. Was du tust, nachdem du Taos konfrontiert hast, bleibt dir überlassen. Wir würden jedoch gerne sehen, dass du die gestohlenen Essenzen befreist. And whether you would heed us or no, understand that our end comes to all things eventually. Help us achieve it, and we shall reward you now with a power to rival Theos's. Das Monster bewegt sich vorwärts, und ob du auf uns hörst oder nicht, wisse, dass unser Ende irgendwann alle Dinge ereilt. Infos ist zu erreichen und wir belohnen dich mit einer Macht, die der von Taos ebenbürtig ist. But do not choose lightly. We forget nothing. Least of all a betrayal. Aber wähle mit Bedacht, wir vergessen nichts, schon gar keinen Verrat. Ich möchte zuerst anhören, was die anderen Götter zu sagen haben. Do not wait forever. We wait. But Theos does not. Warte dich für immer. Wir warten, aber Taos tut es nicht. Rümgarn schreitet weiter auf dich zu. Er umhüllt dich mit einem blendenden, ohrenbetäubenden Schneesturm. Du spürst eine schwindelerregende, berauschende Orientierungslosigkeit. Du nimmst weder die Landschaft um dich herum noch deinen eigenen Körper noch wahr. Du hörst ein Geräusch, von dem du nicht sagen kannst, ob es die tosenden Winde sind oder Skates kreischendes Kichern. Dann verschwindet es wie alles andere auch. Rümgarn erscheint in der Ferne wieder. Er schnappt von dir fort. Das Schneegestöber folgt ihm. Die Schneevision verschwindet und findet sich auf dem Steinboden von Tir Evron wieder. Ja, ins Weiße nichts. Ist abgeschlossen. Also ja, alter und neuer König. Ich habe Sul als etablierten Meister Gwelowaids unterstützt. Und ins Weiße nichts. Ich habe den Forstbruch im Mittagsforst geschlossen und Glaswall und sein Clan daran gehindert, ihn zu passieren. Rümgarn, Ondra und Skeen waren erfreut und haben versprochen, mir beim Abstieg in die Gruppe nach Sonne im Schatten zu helfen. Mhm. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir als letztes mit Berat reden, werde ich speichern und einen Cut machen. Ist mal wieder soweit. Also, das ist jetzt 36.
Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.